Und das Schlimmste, als ich habe mich so gewundert, und das habe ich auch zu Abunaji gesagt, da meinte ich, guck mal, was der Allah behauptet in Sure 6, 101. Habt ihr schon mal so eine Antwort gehört? Ihr geht kaputt. Guck mal hier. Das ist der Wahnsinn und das ist echt, wir müssten eigentlich weinen. Pass auf, bitte geht alle zu Sure 6, 101. Jetzt hört genau zu. Schöpfer der Himmel und der Erde, wie sollte er einen Sohn haben, wo er keine Gefährtin hat und wo er alles erschuf und alle Dinge? Allah braucht eine Frau, eine Freundin, um ein Kind zu bekommen. Wer hat diesen ignoranten Vers hier reingehauen? Das kann nicht von Gott sein. Schöpfer der Himmel und Erde, wie sollte er einen Sohn haben, wo er keine Gefährtin hat? Ich bitte euch alle jetzt sofort, Sure 6, Vers 101, liest. Allah, wenn wir Muslime fragen, ja, Muslim, wieso kann denn Gott keinen Sohn haben? Da sagt der, da muss der Muslim zu dir antworten, ja, weil er doch gar keine Freundin hat, du Dummer. Dann sagst du, ach so, Allah braucht eine Freundin, damit er ein Kind bekommt. Guckt euch das an.